Ja, erstmal herzlich willkommen zum modernen Coil-Blog. Heute geht es um rote Pigmentstellen. Hallo. Ja. Hallo, es schreiben Rita und Georg aus dem Münsterland. Hi. Und hoffen, dass wir eine Antwort auf unsere Frage bekommen. Was lachst du jetzt? Was? Wir haben schon seit mehr als 10 Jahren Coil in unseren Gartenteichen und eher kleinere gekauft, so ca. 20 cm. Unsere Yamabuki sind mittlerweile 60 cm und einige von ihnen haben rote Anteile in ihrem Gelb bekommen. Zwischendurch mal mehr und bei einigen ist es sogar wieder weg. Seit diesem Sommer haben wir kleine Karashi, die nach einiger Zeit auch die gleichen kleinen roten Farbanteile haben. Da die Fische das erst bei uns bekommen haben, wäre die Frage, könnte man das wegbekommen oder haben wir wohl eine schlechte Zucht bekommen? Liebe Grüße, Rita und Georg. Ja, liebe Rita, lieber Georg, das ist eine interessante Frage. Und es gibt zwei maßgebliche Faktoren, die diese rote Pigmentstellen, die man im Japanischen Nibanhi, übersetzt sich mit zweites Rot, weil das erste Rot, wenn man jetzt Gosanki sieht, Koakusanki Showa, das erste Rot entsteht in den ersten paar Wochen nach der Geburt, verändert sich dann nicht mehr. Und das zweite Rot, das Nibanhi, das zweitklassige Rot, oder es übersetzt sich mit zweitklassig, Niban ist zweitklassige Rot, das kann zu jedem Lebensalter oder während jeden Lebensalters, kommen. Ja. Und da gibt es zwei Faktoren dafür. Zum einen die Genetik, also es gibt viele Varietäten, wo einfach genetisch so programmiert sind, unter anderem der Yamabuki, unter anderem kann es auch gewisse Zuchtlinien des Karashis treffen. Ganz bekannt, da habe ich mich erst letzte Woche noch mit Omosaku drüber unterhalten, mit Bobchan, Shiro Utsuri kennt man, ist ein riesen Problem dort. Das ist das eine, die Genetik, dafür anfällige Varietäten. Und das zweite ist, wenn man Futter füttert, wo viel zu viel Spirulina drin ist. Da kann es dann passieren, dass eine leichte Veranlagung zu Nibanhi beim Koi dann tatsächlich ausartet, dass es immer größer wird und auch deutlich sichtbar wird. Das erkennt man dann aber, wenn das Futter zu viel Spirulina hat, nicht nur an der Bildung von Nibanhi, sondern auch, dass die Fische allgemein, vor allem im Sommer, wo viel gefüttert wird, dass sie dann nicht mehr weiß sind, sondern dass die Haut so richtig quittengelb wird. Also nicht extrem gelb, aber dass man schon sieht, die Haut verfärbt sich. Also die beiden Faktoren sind es, Genetik und zu viel Farbverstärker im Futter. Das ist auch einer der Gründe, warum wir das eine sehr, sehr ausgewogene Menge an Spirulina, die Spirulina-Alge enthält sehr viel natürliche Farbverstärker, dass wir da eine sehr ausgewogene Menge drin haben, so dass die Farben natürlich verstärkt werden, ohne dabei die Fehlfarben dabei zu sehr zu betonen und zu sehr zu verstärken. Mhm. So. Die nächste Frage, wie man es wegbekommt, auch ganz einfach, gar nicht. Also bloß nicht anfangen, an den Fisch rumzuschnitzen oder das wegratzen zu wollen, bringt in der Regel überhaupt gar nichts. Kommt dann in der nächsten Entwicklungs-, in der nächsten Wachstumsphase, in der nächsten Fütterungsphase wieder und oftmals sogar noch schlimmer, als es vorher vorhanden war. Also das ist eigentlich die logische Konsequenz. Eventuell, wie ihr selber geschrieben habt, schlechte Zucht, eventuell falsches Futter und dagegen tun kann man eigentlich nichts. Ja. Doch, den Fisch trotzdem lieben. Ja, ich finde es schlimm, es ist nicht ein kleines. Cindy Crawford hat hier auch ein Mutter mal gehabt, was ihr Magenzeichen war. So, habe ich fertig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.